Okay, willkommen zu einer neuen Folge von Chocobo Tales. Und der kleine Schoki schläft ein bisschen, wir wecken ihn mal auf. Steh auf, mein Junge, steh auf. Oh, es ist schon Abend, es ist Zeit für Disco. Nein. Okay, es geht ja jetzt weiter mit Story. Wo hat sich die fucking Pflanze jetzt bewegt? Die Minigames mache ich viel später, also gegen Ende. Und eine kleine Information noch zu meinem anderen Projekt, Final Fantasy Tactics Advance. Ich habe, glaube ich, ein bisschen übertrieben mit dem Leveln. Hä? Oh. Noch ein fucking Buch. Okay, dann wird's Zeit für ein bisschen Buch lesen. Und teleportieren. Titan und die Brunnenranke. Bilderbuch 2. Die Fortsetzung. Okay, Prolog. Der Junge war auf dem Wipfel der magischen Brunnenranke geklettert und entdeckte den Tempel des Titanen. Sogleich hörte er das Schnarchen des furchtbaren Riesen. Donnernd hallte das Grollen durch die dunklen Räume. Der Junge nahm all seinen Mut zusammen und nutzte die Gunst der Stunde. Unbemerkt vom Titan schlüpfte er in dessen Schatzkammer und nahm einige Schätze mit. Geschafft! Doch die Freude des Jungen kam zu einem jenen Ende. Der Titan hatte aufgehört zu schnarchen. Schnick, schnack, diddledum, ich rieche das Blut eines toten Mannes. Oje! Begleitet von seinen Bombendienern lief der Titan hinter den Jungen her. Wird es den Jungen schaffen, heil wieder von der Brunnenranke runterzukommen? Ich muss den Halter helfen, glaube ich mal. Und jetzt mal zu Tactics Advance. Ich bin, so gesagt, der Endboss ist auf Level 27. Ich bin auf Level 26 mit all meinen Charakteren. Also, ich würde das Spiel, wenn ich die Story-Modus jetzt locker durchmachen, also ich würde das alles locker hinbekommen. Ich muss noch ein paar Jobklassen noch freischalten und dann habe ich alle Jobklassen für jeweiligen Charakter. Zeichne mit den Taschen Blätter und bestimme die Richtung des Schokobos. Sammle so viele Münzen wie möglich. Zeichne Blätter und Diagonal zu uns, bewegt sich der Schoko durch sie hindurch. Laufe über, um schneller zu werden. Okay, dann beginnen wir mal. So, Blätter zeichnen. Geht klar, Chef. Blätter zeichnen. Okay, Blätter zeichnen. What the fuck ist das für ein Riese? Verdammt. Okay. Er kann so weiter runtergehen. Ach, verdammt. Nein. Oh, verdammt. Okay. Ich muss so viele Münzen sammeln, wie es geht. Ach, verdammt. Ich habe mehr, aber es ist egal. Verdammt, er kommt näher, er kommt näher. Din, 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 din. Wieso zum Geil ist er jetzt runtergefallen? Egal, ich hab gewonnen. Fuck off. Din, aber der Riese sieht heftig aus, das muss man sagen. Oh, ich kann mir jetzt schon vorstellen, was das Level 4, Level 5 alles ist. Ach, Kacke. Wie ich mich schon drauf freue. Wie ich mich drauf freue. Die Folge, ja, okay. Level 2, Level 3, okay, gut. Und ein Epilog. Komm. Hat er es jetzt geschafft? Ja. Was für ein fucking Riese das ist. Heftig. Neuer Epilog. Das Titanenwut. Im Windeseil gelangte der Junge. Also Windeseile gelangte der Junge wieder auf den Erdboden zurück. Den Schatz für die Bürger der Stadt trug er sicher unter seinem Namen, ist klar, so viel Schätze kann er auch tragen. Die Titan aber rannte wie Besessen hinter ihm her, verlor seinen Halt und rutschte aus. Er fiel hinab, immer tiefer und tiefer, und schließlich krachte er auf den Boden. Durch die Kraft seines Falls fiel er geradewegs in die Unterwelt und blieb viele Wochen bewusstlos. Doch der Junge entkam und erreichte sicher die Stadt.
Den Schatz, den der Titan gehörte, hatte er, was, den er gehortet hatte, begab der Junge den rechtmäßigen Besitzern. Alle freuten sich und es wurde ein großes Fest gefeiert. Tief in der Unterwelt kam der Titan nach einiger Zeit wieder zu sich. Mit Lehm und Steinen baute er sich einen nagelneuen Titanenschrein, und jedes Mal, wenn er sich an den Jungen erinnert, der ihn überlistet hatte, stampfte er mit seinem Fuß auf, dass der Raum erbebte. Nicht viele Menschen wissen, dass der Titan auf diese Weise Erdbeben erzeugt. Ach so, deswegen hat er die Leute in Sri Lanka sterben lassen, der Bastard. So, okay. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, der Titan hat mich da mal ein bisschen Krach gemacht. Klar, danke, Titan. Minispiele kommen später. Ich will ein bisschen mal Story machen. Und die Minispiele mache ich dann, glaube ich, offscreen. Das werdet ihr bestimmt nicht sehen. Außer die Epilogs, die werde ich zeigen, aber wie ich das mache, ist ja... Shoki, warte! Ich will dich küssen. Anscheinend will er nicht warten. Was ist denn Kruma passiert? Ich muss ihn retten. Halt aus, Kruma, Esuna! Wie wär's mit deinem Goldnagel? Wird auch klappen. Ah, sich bewegen. Danke, Schirmer. Wer hat dir das angetan? Er kann nur so. Ich zum Beispiel. Nun, ich hab's zumindest befohlen. Ach, so tritt man sich wieder, Schirmer. Und dein Schokobo ist auch dabei. Du bist also Irma. Damit kommst du nicht durch. Schirmer, du bist noch immer naiver, als ich dachte. Wenn dein Freund so dumm war, sich versteinern zu lassen, warum sollte man ihn dann retten? Dafür hat man schließlich Freunde. Ist doch klar. Mach dich nicht lächerlich. Nur Schwächlinge haben Freunde. Aber wenn sie dir so lieb sind, gehst du bestimmt gerne mit ihnen unter, oder? Ja, du, weil du keine Freunde hast, ist klar. Dämlich, Schiff. Egal. Ich sag das F-Wort nicht. Ich will das Wald des Kriegers sein. Und immer dich nichts mögen. Ich dich zerstampfen. Der Große hier habe ich etwas länger überzeugen müssen. Gut, dass ihr erst so spät aufgetaucht seid. Dadurch hatte ich genügend Zeit. Golem, Beschütze des Waldes. Los, an die Arbeit. Und Beschütze. Geil, ich muss gegen ihn kämpfen. Und du, Fotze? Na, oh scheiße, ich hab's jetzt gesagt. Dummer kleiner Schokobo. Der Stapel funktioniert nicht im Zauberwald des Waldes. Da brauche ich ja gar keinen Golem mehr. Wie? Deine Karten schwach, schwächer als Matsch. Nix mich schlagen mit mickrigen Trainerstapel. Muhaha, dummer kleiner Schokobo. Der Stapel funktioniert im Zauberwald. Da brauche ich ja... Wie? Schirmer, hilf mir mal. Wir haben hier ein Riesenproblem. Sollen wir Mugu Hilfe bitten? Beziehungsweise Doland X? Hi? Anscheinend schon. Wenn das jetzt nicht klappt. Ich dachte, das Kartenspiel ist schon, aber ich glaube, das wird immer größer und größer und größer. Krähe? Und Stein bewegt sich? Oho, hilf ein Goblin-Mensch. Achso, ja, Cockatrice. Ja, stimmt. Wo ist der Doland X oder Mugu? Mugu! Was geht da? Doland X? Kenne ich nicht. Verarsch mich nicht. Ehrlich? Diesen wagemütigen, attraktiven Typen kenne ich nicht. Klar. Was ist los? Wie bitte? Der Dogemeister hat sich befreit und alle sind verschwunden? Tu nicht so, ob du das nicht wissen würdest. Das war also die Kraft, die von Berg Magma ausging? Ach, kommst du mit deinem Trainer-Etui eigentlich zurecht? Ah, mit deinem? Du hast es gerade bestätigt, Fettkopf. Was für Gemutheit. Ich habe die Verwandlung vergessen. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Aha. Power Ranger Doland X. Yeah. Es ist der wandernde Pop-Up-Duelmeister Doland X. Bla bla bla. Willst du das Ding haben? Keine Ahnung, ob du damit umgehen kannst, aber bitte nimm es. Du tauschst deine Trainerstapel gegen einen Profikarten-Etui? Etui? Mit diesem Karten-Etui kannst du bis zu 6 Stapel aufbewahren. Vergiss nicht, deinen Stapel vor dem nächsten Duell neu zusammenzustellen. Übrigens, du brauchst mindestens 50 Karten für das neue Etui. Wenn du mehr Karten brauchst, spiel ein paar Mikrospiele. Mit diesem Profi-Etui kannst du endlich dein volles Potenzial ausschöpfen. Und jetzt raus und klopf dem... Ah, okay. Können wir
du mir ja geheim halten, ich will sie der Welt noch nicht offenbaren. Ob das jetzt dann so ein großes Geheimnis wäre. Okay. Ach, können wir auch machen mal. Hab ich lange nicht mehr gemacht. Karten. Ich brauche 15 Karten. Und ich habe 16. Geht doch. Neu ins Stapel zusammenstellen. Wie? Ach so, ich kann mir. Ach so, okay. Wie nenne ich den jetzt? Mach ich den Yu-Gi-Oh! Einfallslos, aber naja. Wenigstens etwas. Yu-Gi-Oh! Wie hat man das so geschrieben? Yu-Gi-Ho? Ich weiß es nicht, ich schreibe mal Yu-Gi-Ho. Wenn das falsch ist, korrigiert mich bitte. Bombe. Explosion. Lamia, ich hatte Jungfernkurs. Lied. Ich kann das ändern, diesen Kristall. Ach komm, das nehmen wir. Und hier, Adamantamai. So. Nebeldrache, mein Kumpel. Karfunkel, Munkel. Heilige Abwehr. Stellt GP wieder. Ah. Cakesif. Megafon. Eisengigant, das muss sowieso rein. Also ich hab schon. Ich hab schon 7, okay. Barmut habe ich 2 Stück. Ah, Impuls und Luftangriff. Und Goblin. Ach komm, das kann später. Habe ich Cakesif reingetan? Hab ich, okay. Nebeldrache hab ich. Hab ich noch 2 Adamantheimer hab ich noch. Komm, dann nehme ich das auch noch rein. Ich brauche 15 fucking Karten. So, so, so. Warte, hab ich nicht genügend? Ach doch, ich hab genügend. Ich habe jetzt genau 15. Ja, will ich. Okay, mit dem Deck kämpfe ich jetzt gleich gegen den Typen. Ob ich eine Chance habe? Mal schauen. Mal schauen, wie es jetzt gleich wird. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da brauche ich mehr Karten. Aber eigentlich habe ich mich doch gut geschlagen bei den Minigames. Wenn nicht, dann muss ich mehr Minispiele spielen. Na, 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 na. Okay, falscher Weg. Und so. Komm her, du scheiß Eisengigant. Oder... Er ist Ultra Waldriegel. Alle Eindringlinge zerstampfen. Bist du bereit für ein Duell? Ja. Es ist Zeit für ein Duell. Er ist für die Abwehr zuständig. Irgendwie will ich diesen haben, diesen Titan da. Endphase. Okay, ich habe jetzt einen Kristall, aber geil. Ich mach mal so. Lamia soll mal angreifen. Bisschen Frauen-Action. Emanzipation, ne? Geil, ich kann nicht angreifen. Was ist das für ein ekliges Monster? Bismarck? Zweite Runde und du kannst auch nichts machen. Endphase, okay. Ach komm, so. Letzter Zug noch nach. Sehen wir uns im nächsten Part dann mit dem Kampf gegen Golem. Ach, fuck auf, Mann. Nebeldrache, Eisbindung. Wieso zum Teufel?
Ach so, als Effekt kann ich doppelten Schaden beim nächsten Zug machen. Aber das machen wir im nächsten Part. Darf ich?